Aber dieses Mal ist etwas anders. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen geht es in der Burg Bratislava ums Ganze. Mehr Europa oder zurück zum Nationalstaat? 1500 Journalisten aus aller Welt hoffen in einem provisorischen Pressezentrum auf Ergebnisse. Erfahrenes Krisenmanagement alleine wird nicht reichen. Soll Europa nicht auseinanderbrechen, müssen zentrale Probleme angepackt werden. Meine Prognose für Europa ist, dass die Erhaltung der Stabilität, also des inneren Friedens Europas, dass das unendlich viel schwerer wird, dass es wahnsinnig teuer ist, diesen Kontinent stabil zu halten. Flüchtlinge drängen nach Europa. Die globale Finanzkrise trifft den Euro hart. Südeuropa leidet weiter unter der Schuldenkrise. Aufruhr am rechten Rand. Populismus im Aufwind. Die EU selbst steht auf dem Spiel. Wie konnte es so weit kommen? Schon der Start in ein gemeinsames Europa nach dem Krieg verläuft holprig. Es ist ausgerechnet der britische Ex-Premier Winston Churchill, der zuerst öffentlich ein geeintes Europa anspricht und den Kontinent meint. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved.